weiter geht's mit dem lustigen Rätselraten hier im Roboterhotel. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht gefindet bekommen. Ja, Maxwell, folgendermaßen, ich habe Hunger. Eure Gäste sind Roboter? Keine Roboter. Nichts ganz. Ich glaube, der richtige Begriff lautet Robohirn. Vor dem Krieg beschlossen die Gäste, ihre Gehirne in Roboterrümpfe zu legen, bis alles vorbei ist. Gibt es sonst noch etwas? Ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich schätze, Sie sollten herausfinden, wie er gestorben ist. Prüfen Sie dann, wer die Mittel dazu und ein Motiv hatte. Okay. Haben Sie genug Beweise gefunden, müssen Sie den Mörder stellen. Gibt es Danke, dass du mir meinen Beruf erklärt hast. Ja. Erzähl mir was über das Opfer. Mr. Ezra Parker war der Eigentümer und Finanzier des Hotels. Er hatte weltweit Erfahrung im Management von Investitionsprojekten. Er hatte die Idee, unsere wichtigsten Gäste zu Investoren für den Vault-Teil des Hotels zu machen. Ha. Er hat mit Vault-Tec gearbeitet, um beim Bau ihre gesamten Vorgaben erfüllen zu können. Gibt es sonst noch etwas? Das war es dann erstmal. Ich bin hier. Ja, ja, ja. Also, dann prüfen wir mal alles nach. Ich würde sagen, wir gehen... Ich schütze und kotiere. Wir gehen mal hier hoch und halten uns immer links und gehen jetzt hier rein in die Hydroponax. Hallo, Gisela. Alter, du machst gleich das Ding kaputt. Hör mal auf. Aha, aha, aha. Gut, 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 gut. Ha, 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 ha. Wir bleiben auf dem Stockwerk. Ist hier eigentlich Wasser auf dem Bildschirm oder warum sieht das manchmal so aus? Da soll das so ein Lensflare-Effekt sein. Also ein Linsenlichteffekt sein. Ich schütze. Aha. Aha. Was macht ihr zwei da unten? Hausmeister, Hausmeister. Die waren das doch. Guck mal, was die machen. Die drücken sich da rum, wollen nicht entdeckt werden. Richtige Schweinepriester. So, hier ist das Atelier von dem einen Hanswurst. Gut, also hier oben hat niemand direkt ein Zimmer. Sehe ich das richtig? Alles klar. Dann. Ah, ich kann das Opfer... Ah! Ist das... Ist das... Der Hirnbehälter wurde wohl eingeschlagen. Gewalteinwicklung von Einwirkung von außen. Ha, ein weißer Raum. Das klingt doch total gut, wenn ich genauso spreche wie so ein Detektiv. Katie ist niemand. Du, na, noch ein Hausmeister. Hier ist nur Hausmeister, wer wohnt hier überhaupt? Aha. Wieso hast du es getan, hm? Er hatte etwas Besseres verdient. Hältst du mich für dumm? Ich habe gemerkt, wie er dich angesehen hat. Das ist so fucking gay. Ich kann doch nicht wie ein Trottel zusehen, während er sich an mein bestes Mädchen ranmacht. Aber jetzt haben wir die Polizei am Hals. Was machen wir jetzt? Komm mit mir. Lassen wir diese finstere Stadt hinter uns. Wir könnten morgen schon in Buenos Aires sein. Oh, ja. Das würde ich nur zu gern glauben. Aber sie werden es niemals gehen lassen. Bringen wir es eben hier zu Ende. Ich habe für jeden von uns eine Waffe. Nein, 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 nein. Der Text lautet... Dann bringen wir es eben hier zu Ende. Zwei Liebende zusammen und für jeden eine Kugel. Ach, verdammt. Warum kann ich mir die Stelle nie merken? Vergiss es. Ich kann das jetzt nicht mehr. Ach, na gut. Dann gehe ich zum Strand. Zum Strand? What the fuck? Wenn das nicht der tapfere Detektiv ist. Ich habe schon viel zu lange niemanden mehr mit so einem Körper gesehen. Du bist auch nicht so übel. Du hättest mich vor all dem sehen müssen. Auf meine roten Haare war jedes Mädchen neidisch und meine Beine endlos lang, Schätzchen. Du willst doch sicher lieber ein paar meiner Filmgeschichten hören, statt über diesen fiesen Mord zu reden. Nö. Ich muss sagen, du bist eine wirklich gute Schauspielerin. Was soll ich sagen? Es fällt mir einfach leicht. Willst du ein paar meiner Geschichten hören? Hm. Hast du mal fürs Radio gearbeitet? Deine Stimme klingt bezaubernd. Tja, Schätzchen.
richtig anstellst, flüstere ich dir vielleicht ein paar süße Worte ins Ohr. Du bist doch sicher hier. Nein, ich will die scheiß Filmgeschichte nicht hören. Ich will einen Roboter jetzt sofort vernaschen. Ich habe Mädchen aus Fleisch und Blut getroffen. Die waren nicht mal annähernd so eine Frau wie du. Weiter so, Tiger. Dann finden wir raus, ob du Manns genug für mich bist. Du bist doch sicher hier, um meine Schlüpfrigen. Schnappen wir uns eine Flasche Wein und genießen den Sonnenuntergang. Du bist süß. Aber das wäre Keith gegenüber nicht fair. Willst du ein paar meiner Geschichten? Halt doch die Gosch! Jetzt bin ich echt interessiert, was wäre jetzt hier rausgekommen, bei dieser Chose? Wenn man die alt jetzt... Okay, wartet mal. Da oben müssen wir jetzt nicht mehr hoch. Wir können direkt hier links und da ist es schon. Macht euch kurz euer bescheuertes Schauspiel, dann speichere ich gleich hier nochmal. Hier ist wahrscheinlich ihre Suite. Da laden sie sich auf. Hier waschen sie sich. Alles klar. Macht ihr weiter. Ich vernasche dich übrigens gleich. Er trainiert, als wenn er wirklich trainieren würde. Was hier gehört, gehört uns. Richtig? Kate. Ich glaube nicht. Macht ihr noch kurz hier weiter, ihr Gauner? Hier wohnt niemand. Oh. Perfekt. Perfekt. So, erst einmal volle Pulle speichern. Dann die Altrulle anlabern. Wenn das nicht bla, bla, mhm. Bla, aha, aha. Du bist auch nicht so übel. Läuft vor, bei uns. Ich muss sagen, du bist eine wirklich... Was soll ich sagen? Willst du ein paar? Mhm. Hast du mal fürs Radio gearbeitet? Ja, Schätzchen. Wenn du es riechst, du bist doch... Ich habe Mädchen aus Fleisch und... Weiter so, Tiger. Finden wir raus. Du bist doch sicher. So. Speicher. Kann ich jetzt einfach... Habe ich jetzt hier gespeichert? Schnappen wir uns eine Flasche Wein. Ja, ich habe direkt im Dialog gespeichert. Ich wusste, dass das geht. Ich dachte, man muss zwingend raus, um sowas zu machen. Schnappen wir uns eine Flasche. Du bist... Wir brauchen unbedingt mehr Charisma wahrscheinlich, damit das funktioniert. Wir könnten kurz gucken, ob wir irgendeine Drug nehmen können. Jetzt gerade nicht. Ich bin... Es gibt doch welche, die Charisma hochmachen, oder? Komm. Also das wäre dann... Schar, ne? Drei. Daytripper. Achtung. Oh ja. Oh ja. Hallo, Tiger. Schnappen wir uns eine Flasche Wein und genießen den Sonnenuntergang. Klingt gut. Oh, shit, boys. Sie dreht sich einfach um. Das war super. Aber es sollte besser nicht zur Gewohnheit werden. Wir sehen uns, Tiger. Das war super. Mein Gott. Wir haben uns gerade mit dem Roboter getrieben. Auch nicht schlecht. Die Folge heißt natürlich ganz klar Robosex. Ist jetzt Kate trotzdem noch unsere Frau? Irgendwie schon, aber sie war nicht hier. Ich glaube, ich habe mir ein Muster gesetzt. Ja doch, aber das ist, der Ding wird noch genauso getriggert. Wen haben wir denn hier? Wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Nee, aber ich hätte da noch ein bisschen Sex. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar, Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er dorthin gekommen ist? Jemand versucht mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich Santiago. Du hast ihn ja am Tatort rumschleichen sehen. Worüber hast du mit Gilda gesprochen, als ich reinkam? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Vielleicht später. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Hallo? Wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Ich glaube, du bist der Mörder. Fuck. Das war nicht geplant. Das war wirklich nicht geplant. Ich habe das vorher nicht durchgelesen, dachte, ich habe es unten vergessen.
Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz... Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort. Jemand versucht mir... Worüber hast du mit... Aha. Vielleicht später. Okay. Also, es ist sein Baseballschläger, der da rumlag. Ich glaube, es war Gisela. Komm jetzt mal kurz nicht hierher. Ich will dich auch noch ausräubern, so wie ich es vorhin gemacht habe. Ah, ist sie schon weg? Okay, stimmt. Das war ja vorhin während dem Gespräch. Ist die Gisela jetzt hier irgendwo? Nee. Ich habe die gar nicht zum Fall befragt. Ich habe es nur weggeflackt. Die Gisela. Hier haben wir ja schon geguckt, ne? Die ist jetzt auch nicht hier reingeschlappt. Okay. Ach gut. Das habe ich aber genossen. Oder genießt. Ja, wer weiß. Ist die... Wo ist denn die Trulla jetzt? Wo ist die jetzt hingelaufen? Die ist doch nicht wieder... Ah, wen haben wir denn da? Pah. Hallo, brauchst du was? Ja, wegen dem Mordfall. Die Ausrüstung zum Jagen oder Angeln? Mit der kann man handeln, Hast du dir Gedanken über den Fall gemacht? Leider nicht. Wir sind uns ziemlich unsicher. Daher sollte ich dich suchen. Gut. Suchen Sie nach einem Geschenk für einen besonderen Menschen? Was hast du vorrätig? Andenken, Jagdausrüstung. Haben Sie etwas... Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Unsere Haben wir nicht noch irgendwas, was wir verkaufen können, vielleicht? Diese komische Machete. Chance von 20% auf Verkrüppelung des Beins. Nee. Wisst ihr was? Dabei kaufen wir direkt noch Patrons. Leckere Patrons. Ich weiß nicht, welche wir gerade noch so brauchen. 10 mm ist immer gut. 10 mm Patrons. Wir machen es mal. So. Ach komm. Und ok. Und fertig. Also sie weiß nichts zum Fall, hat sie gesagt. Dann gucken wir jetzt mal hier drüben weiter. Was macht ihr denn da mit den Wänden? Da geht's wieder raus. Wieder ins... genau. Okay. Denkt dran, ich habe den Schlüssel für diese Tür da vorne. Also nehme ich an. Wo geht's hier hin? Security. Da geht's einfach wieder hoch. Hier war ich schon. Ich glaube, das war das, wo die beiden Hausmeister sich im Kreis gedreht haben. Ich schütze und diene. Alles klar. Gibt's irgendwelche Aufzeichnungen vielleicht? Nein? Ich dachte, der legt sich jetzt hin in seine Kapsel. Das ist schon ein bisschen mager hier. So, jetzt sind wir wieder hier in dem Bereich. Genau. Hier ist der Tatort. Wir haben mit allen gesprochen. Mit dem haben wir... Ich laber den jetzt auch mal ein bisschen voll. Oh, der malt gerade. Hast du gesehen? Und zwar... Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Du solltest dir Juliana Riggs anschauen. Diese Banausen kann Kunst nicht mal von ihren eigenen Exkrementen unterscheiden. Okay. Sie und Ezra hatten vor kurzem einen recht heftigen Streit. Man konnte ihre schrillen Schreie durchs ganze Hotel hören. Alles klar, das klingt nicht gut. Worüber haben sich Juliana und Ezra gestritten? Keine Ahnung. Ich habe gemalt und versucht, es auszublenden. Gilda hat sie aber bestimmt gehört. Vielleicht solltest du sie mal fragen. Gut. Ich glaube, du solltest erläutern, warum du immer wieder an den Tatort zurückkehrst. Zur Inspiration. Den anderen gefällt der Gedanke nicht. Doch selbst wir sterben irgendwann. Wie Prometheus' Fackel entfachte sie mir das Feuer, um in der Zeit, die ich habe, möglichst viel Kunst zu schaffen. Das macht Sinn. Anscheinend hast du Gilda ziemlich oft gemalt. Warum sie? Unsere Gilda ist ziemlich einzigartig. Erkennst du nicht die Lebensfreude in ihr? Nie habe ich jemanden getroffen, der sich so an das Leben klammert und so im Moment ist. Ich muss zugeben, eine Zeit lang war ich in sie vernarrt. Oh, ist ja auch fucking hot, though. In Gilda verliebt? Du bist immer noch in Gilda verliebt, oder? Was geht dich das an? Sie verdient jemanden, der ihre vergängliche Schönheit erkennt. Nicht diesen groben Schauspieler. Erzähl mir von dir. Was gibt es da groß zu sagen? Ich bin einer der größten Künstler der Welt. Ich arbeite vornehmlich mit Ölfarbe. Habe aber auch schon Skulpturen und Performance-Kunst gemacht.
Egal. Egal. Er malt wie so eine Wutz. Mal mich nicht. Oh. Und so machst du deine Bilder? Lächerlich, Mann. Das ist echt lächerlich. Wo sind die Gilda? Die war doch hier. Die hat auch hier jetzt nebenbei, nebendran. Die Giselle. Die hat da drüben geschauspielert ja eben noch, ne? Oh, warte mal. Oh, was hier? Ach, hier waren wir doch gar nicht in der Ecke. Okay, ja, nice. Perfekt, da sind doch bestimmt Aufzeichnungen. Oh. Okay. Der hat es wohl nicht lang gemacht hier oben. Aber klar, die ganze Zeit, also wenn der hier ganz alleine der einzige Mensch war und der Rest sind diese Roboter hier, ne? Das fuckt doch auch brutal. Stamm, oder? Aber muss er dann direkt den Tisch rammeln vor lauter Verzweiflung? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich muss mir das jetzt erstmal durchlesen, ich habe keine Zeit. Vault 111, Anweisungen für Aufseher. Vault 111 und jetzt 118, hä? Vault 118 soll die Interaktion zwischen Arbeiterklasse und den Ultrareichen unter beengten Bedingungen erforschen. In Zusammenarbeit mit dem Personal des Cliffs Edge Hotel wird dieser Vault als Luxushotel betrieben, das die benötigten Testpersonen anzieht. Nach Beginn des Tests werden zusätzliche Testpersonen aus der einheimischen Bevölkerung in einen zweiten, deutlich minderwertigeren Flügel des Vault eingelassen. Oh. Okay. Das ist bestimmt die andere Tür, durch die wir nicht konnten. Betriebsprotokoll, Aufnahme von Bewohnern. Vor Aktivierung des Experiments soll Vault 118 als Ultra-Elite-Hotel fungieren, damit wir angemessen reiche und angesehene Testpersonen anziehen. Er wird als Geheimbereich des Hotels betrieben, damit Personen präsent sind, die Privileg und Exklusivität schätzen. Nach der Aktivierungsmeldung von Vault-Tec wird der zweite Flügel des Vaults Mitgliedern der Arbeiterschicht zugänglich gemacht. Diese Testpersonen werden zuerst durch die exklusiven Bereiche des Vaults geführt, dann jedoch im beengten zweiten Flügel untergebracht. Das ist echt fies. Sobald die Bewohner eingelassen wurden, wird der Vault versiegelt, bis die Testergebnisse vorliegen. Bevorzugte Behandlung. Gruppe A. Ultra-Elite. Jeder der maximal 10 Mitglieder dieser Testgruppe soll nach Möglichkeit jeden Wunsch von Roboterdienern erfüllt bekommen. Bei Interaktionen mit Testgruppe B gelten für sie keinerlei Gesetze. Wow! Arbeiterschicht, Gruppe B. Diese anfangs 300 Mitglieder umfassende Testgruppe sollte auf den zweiten Flügel des Walls beschränkt sein. Ihre Lebensbedingungen sollten, wenn möglich, unkomfortabel und beengt sein. Die Mahlzeiten und andere Rationen sollten extrem beschränkt sein und die Strafen für Regelverstöße werden von Testgruppe A festgelegt und von Roboterdienern vollstreckt. What the fuck? Mitarbeiterpflicht in Sicherheit. Aufgrund des Potenzials extremer sozialer Interaktionen sollten Vault-Tec-Mitarbeiter nur als Aufseher und wichtige Forschungsmitarbeiter eingesetzt werden. Alle anderen Sicherheitsdienstleistungen und Wartungsarbeiten sollten von Robotern durchgeführt werden, damit alle Richtlinien eingehalten werden. Okay. Aufseher-Logbuch. Veränderte Testparameter. Das ist absolut unerhört. Eines der Versuchsobjekte von Testgruppe A ist offenbar ein Forscher von General Atomics, der an einem neuen Roboterprogramm arbeitet. Er und seine Frau haben die anderen Mitglieder von Gruppe A davon überzeugt, dass es angesichts der angespannten politischen Lage ihre beste Chance ist, den Krieg zu überleben, ihre Gehirne in diese Roboter einpflanzen zu lassen. Und das machen die komplett freiwillig. Schierer Irrsinn. Ich habe meinen Vorgesetzten berichtet, dass sie die Testergebnisse völlig verfälscht, aber sie scheinen von dieser Vorstellung mehr fasziniert denn abgestoßen. Die Tür ging nicht auf. Wir haben eine Aktivierungsmeldung von Vault-Tec erhalten und sollten den Test beginnen, obwohl der zweite Flügel noch nicht fertig ist. Als ich jedoch das Rekrutierungsprotokoll für Testgruppe B auslösen wollte, teilte mir das System mit, dass ich ausgesperrt sei. Offenbar hat jemand das Testgruppe A das System außer Kraft gesetzt, um den Einheimischen Zugang zu gewähren. Sie hämmern seit Tagen an die Tür und ich kann nichts dagegen tun. Oh, ich ertrage das nicht. Oh Gott, das geht nun seit Wochen und heute wurde mir klar, dass ich jetzt das Versuchsobjekt bin. Anstatt die soziale Interaktion zwischen den Einheimischen und diesen reichen Arschlöchern zu untersuchen, bin ich hier mit ihnen gefangen. Sie werden ewig leben und ich muss den Rest meines Lebens mit ihnen zurechtkommen. Das halte ich nicht aus. Ach du Scheiße. Band abspielen. Der Bau des zweiten Flügels des Vaults. Moment. Holemand auswerfen. Aufseher-Logbuch 118. So. Klingt, als hätte Ezra Scheiße. Geld von den Investoren veruntreut. Hm. So, Aufseher-Logbuch. Was waren da noch mit 118? Der Bau des zweiten Flügels des Vaults steht komplett still. Nachdem der Premium-Bereich des Vaults fertiggestellt war, wurden offenbar die Mittel eingefroren. Meine Vorgesetzten teilten mir mit, dass sie keine Zahlungen von Mr. Park erhalten haben und Vault-Tec den Bau nicht aus eigener Tasche finanzieren wird.
Ich habe mehrmals versucht, mit Ezra über die Finanzen zu reden, aber er erzählt mir immer wieder, dass Miss Riggs das Geld noch nicht überwiesen hat. Als ich sie fragte, sagte Juliana allerdings, dass sie Ezra kürzlich was für die Goldfarbe in den Zimmern gegeben hat. Ich habe einen Ermittler angeheuert, der in den nächsten Wochen nach Anzeichen für Unterschlagung suchen wird. Ein Classroom haben sie auch noch. Habt ihr ja wahrscheinlich gelernt, da war ich da vorhin schon. Sag mal, wo ist denn die Bitch? Snitchy Bitch. Wo ist die? Wo ist unsere Frau, die uns sagen kann, was sie gehört hat? Wo ist die? Was ist los? Ach, wir gehen kurz noch durch die Tür, die da außen zugeschlossen war. Diese hier. Da komme ich nicht auf. Da brauche ich den Schlüssel. Okay, weil ich nehme an, dass das der andere Bereich der Vault ist. Und das ist sicherlich richtig, richtig starker Tobak. Wenn das hier so wunderschön ist, da drüben angeschissen. Okay, Kate, wir brauchen nochmal kurz eine Übersicht. Also hier ist ja die Security, bla 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 bla. Waren wir schon. Hier wohnen die Leute. Was ist das? Aha. Aha! Warum geht das nicht? Warum bin ich immer noch verstrahlt? Naja. So. Also, wer ist das hier? Hallo, Mr. Whiskers. Wer ist das süßeste Kätzchen? Julia. Mr. Whiskers. Sieht jetzt immer noch sauberer aus als in meiner Bude im Combat Zone. Raffi, weißt du noch? Oh, natürlich. Wie dumm von mir. Ich schaue mir kurz die neurale Interface Matrix an. Dann kann ich bestimmt das. Nein, das ist es nicht. Ich bin einfach nur erkältet. Da kam wohl was rein, als sie Pearl losgeschickt haben. Oh Gott, nicht schon wieder. Letzten Monat hattest du angeblich die Masern. Du bist kein Doktor. Du hast doch keine Ahnung. Außerdem denke ich, dass es Malaria sein könnte. Ja, klar. Ich bin Doktor. Ja, aber kein echter Doktor. Robotik ist keine medizinische Fachrichtung. Außerdem habe ich dir schon tausendmal gesagt, in dem Anzug kannst du nicht krank werden. Das ist physisch unmöglich. Ich sehe nämlich von L'Oreal irgendwie. Wenn ich krank bin, Bert. Warum verstehst du? Ich weiß, was ich krank bin. Du spielst in deinem Labor. Ist das Ruffy und ich werden das Testament umschreiben, sodass ihr alles bekommt, wenn ich sterbe, weil der böse Bird mir nicht glaubt. Oh Gott, Julia. Wünsche viel Spaß. Mach, was du willst. Ich bin im Labor. Gut, das klingt ja schon mal ziemlich Harry Perry. Bert. Hallo nochmal. Brauchst du was? Und zwar. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Oh, nun, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber am Tatort finden sich bestimmt ein paar Hinweise. Gibt es sonst noch was? Ja, Bert. Ich hörte, dass Juliana und Ezra sich gestritten haben. Einige Tage bevor er gefunden wurde. Erzähl mir was darüber. Ich war in meinem Labor und habe nichts gehört. Aber Juliana hatte immer Probleme mit Mr. Parker. Ich glaube, sie hatte was im Aufseherbüro gefunden. Ich habe nicht genau hingehört. Ich war so in meiner Forschung vertieft. Ich weiß es nicht. Ich versuche, ihr die Geldangelegenheiten zu überlassen. Gibt es sonst noch was? Ja, nee, doch. Erzähl mir von dir. Ich bin Wissenschaftler. Meine Frau Juliana hast du vermutlich schon kennengelernt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Gibt es sonst noch was? Tja, Bert, das war's schon. Erzähl mir von deinen Forschungen. Ich war einer der Teamleiter bei der Erschaffung der ersten Robo-Hirne, den Vorläufern unseres Modells. Die meisten finden sie nicht besonders interessant und ich möchte dich nicht langweilen. Gibt es sonst noch was? Du langweilst mich überhaupt nicht. Ich würde gerne mehr über deine Forschung wissen. Oh, wunderbar. Niemand sonst hier will sich darüber unterhalten. Funktional entspricht dieses Modell mehr oder weniger den vorherigen Versionen, aber ohne Neuralunterdrücker und Rekonditionierung. Mhm. Zwischen Stimmmodulator und Neuralmatrix scheint es einige Problemchen zu geben, was zu Übellaunigkeit führen kann. Dem kann man aber mit regelmäßiger Wartung beikommen. Gibt es sonst noch was? Ja, mehr über die Forschung. Ich würde gerne mehr über deine Forschung wissen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
alles noch streng geheim. Okay. Gibt es, ja, was war denn das noch für ein Punkt hier? Robohirne haben einen Stimmmodulator? Erzähl mir mehr darüber. Das ermöglicht uns, die originalen Stimmen nachzubilden. Sie können jede normale menschliche Stimme imitieren. Ich glaube schon seit längerem, dass die Probleme mit unseren rekrutierten Exemplaren auftreten, weil das Gehirn ein Selbstempfinden beibehalten will. Unsere originalen Stimmen zu verwenden, hilft bei der Verstärkung des neuralen Netzwerks. So wie Musik bei einem Alzheimer-Patienten. Gibt es sonst noch was? Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, ich mach mich dann mal wieder... Gut, höchst interessant. Jetzt gucken wir mal, was die Tulla noch zu sagen hat. Sie findet es scheinbar alles nicht so cool. Zu diesem hinterhältigen Mord? Ja, Juliane, ja. Yeah. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Ich glaube, es war einer dieser Schauspieler oder dieser schreckliche Maler. Solche Leute neigen zu Gewalt. Mhm. Ich habe gehört, dass du vor ein paar Tagen einen Streit mit Ezra hattest. Was hat es damit auf sich? Naja, das war keine so große Sache. Er wollte mehr Geld für Reparaturen im Hotel. Mir ging es nicht so gut und ich habe den Ärmsten attackiert. Ich hätte wirklich öfter auf ihn hören sollen. Attackiert, aha. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass Ezra Geld von dir und den anderen Investoren veruntreut hat. Tja, ich glaube nicht, dass Mr. Parker sowas tun würde. Da bin ich mir sicher. What? Was soll dieser ganze Plunder hier? Das sind unsere Sachen. Wir warten nur darauf, dass der Krieg vorbei ist. Dann bringen wir sie wieder ins Anwesen. Hm. Gut. Vielleicht später. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Soweit, so gut. Wir müssen unbedingt die Trulla noch finden. Warte mal ganz kurz. Meine Freundin kommt nämlich jeden Moment nach Hause. Ich muss dann gucken, dass ich... fast vielleicht perfekt gerade. Warte mal. Wo ist denn diese Gilda? Was ist das? Was ist denn hier los? Duschen. Ah! Die haben ja echt einen Strand. What the fuck? Gisela. Geh jetzt aber nicht ins Wasser, da geh ich doch kaputt. Hallo, Tiger. Ist da vielleicht was? Warte kurz. Ich dachte, hier sind vielleicht Menschenleichen oder so. Hallo, Tiger. Willst du noch was von meiner Karriere hören? Oder doch lieber was anderes? Hier ist echt laut, Gilda, ne? Sag mal... Sicher, Schätzchen. Was gibt es? Nochmal vielleicht sechs, so? Anscheinend hatte Juliana einige Tage vor Ezras Tod einen Streit mit ihm. Hast du vielleicht gehört, worum es ging? Aber hallo! Seit Theresa Dubois ihren Kostümdesigner gefeuert hat, habe ich keine Frau so an die Decke gehen sehen. Aber zurück zu deiner Frage. Das war extrem. Sie war wohl im Aufseherbüro und hat dort ein totales Durcheinander vorgefunden. Aber, und hier wird es interessant. Es klang, als hätte sie etwas gefunden, das sie wütend machte. Ich konnte aber nicht hören, was. Brauchst du sonst noch was? Ja. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Schon seltsam, wie sehr Santiago von dem Mord besessen ist, obwohl er schon immer ein bisschen zwanghaft war. Er hat eine ganze Serie von mir gemalt, hunderte Bilder, meinte, ich wäre seine Muse. War schon schmeichelhaft, aber auch ein bisschen drüber. Brauchst du sonst noch was? Ja, ich habe hier was gefunden. Ich habe Keys Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er da hingekommen ist? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keith Ezra umgebracht hat. Brauchst du sonst noch was? Ich glaube, dass du eine Affäre mit Santiago hattest. Pass auf, ich liebe Keith. Aber manchmal kann er mir nicht das geben, was ich brauche. Hm. Als Frau ist man hier sehr einsam. Das war nur für ein paar Dutzend Jahre. Der Mann ist selbst für mich etwas zu viel. Ne. Brauchst du sonst noch was? Worüber hast du mit Keith gesprochen, als ich reinkam? Oh, das? Wir haben geprobt. Wir müssen am Ball bleiben, wenn wir Hollywood wieder aufbauen wollen. Aber Keith wird immer nervös, wenn er aufgebracht ist. Brauchst du sonst noch was? Von dir erzählen? Von dir. Mein Lieblingsthema, um es kurz zu machen, Schätzchen. Ich bin die beste Schauspielerin der Welt. Aha. Der Unterwelt vielleicht? Wenn diese internationale Auseinandersetzung beendet ist, kehre ich ins Filmgeschäft zurück und führe die Welt in ein goldenes Zeitalter für das Kino. Brauchst du sonst noch was? Passt. Egal. Ich bin hier und
leide ob deiner fehlenden Beachtung. Oh, oh, Snitchy Bitchy. Oh. Also, wir haben jetzt nicht wirklich, haben wir jetzt ultra die krasse Erkenntnis hier rausgewonnen. Oh, guck mal, wir haben ja sogar richtige Questziele. Das wäre ja tausendmal einfacher gewesen, hätte ich die mal aktiviert. Was untersuchen wir denn jetzt da drüben gleich? Hä, was haben... Ach so. Hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Ja, ja. Egal. Egal. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Was steht da? Untersuche es. Achso. Finde und beschuldige den Mörder. Ha! Ich bin gerade echt minimal überfragt. Komm, ich will noch das Zeug haben. Wer entdeckt mich denn jetzt gerade? Die Katze oder was? Das war's schon? Warum bekomme ich sie denn jetzt angezeigt? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach mal gerade mal keine Ahnung, nette Leute. Die Folge ist jetzt erstmal rum. Ihr könnt schon mal ein bisschen grübeln und mir schreiben, falls ich irgendwas vergessen habe. Aber irgendwie stehen wir gerade ziemlich verdutzt da, oder? Sie hat gestritten. Nee, doch, sie hat gestritten mit jemandem. Mit dem Ding. Aber, na, Leute, egal. Bis dann. Ciao, ciao.